Kochen und Backen 4.6.2018 mit Fernsehkoch Seltsam McKenzie YouTube. Doppelstöckiger Käsekuchen. Dieser Kuchen ist zwar ganz schlicht, aber die aufgetürmten frischen Beeren und Blüten machen ihn zum Blickfang. Man kann ihn sich gut als alternativen Hochzeitskuchen vorstellen. Die Creme kann vor dem Backen noch mit Zitronenschale, Schokochips oder Rumgetränk, Tenrosinen aromatisiert werden. Für eine Torte für den Boden 400 Gramm Vollkornbutterkekse, 200 Gramm Butter, geschmolzen für die Creme 750 Gramm Creme Fraiche, 5 Eier, 200 Gramm Zucker, 800 Gramm Frischkäse, 3 Esslöffel Mehl, Vanilleschote zum Garnieren, einige frische Beeren, einige Erdbeerblätter und Blüten, etwas Puderzucker zum Bestäuben, 1.2 Springformen, 0,18 cm und 0,26 cm Klammer zu, an Boden und Rand mit Backpapierbälle gehen. Die Kekse in der Küchenmaschine fein zerkrümeln oder in einem Gefrierbeutel mit einer Teigrolle zerdrücken. In eine Rührschüssel geben und mit der geschmolzenen Butter vermischen. Zweite, die Masse mit dem Löffelrücken auf den Böden der beiden Springformen andrücken. Dritte, die Formen unten und an den Außenseiten mit einigen Lagen Alufolie umwickeln und jeweils in einen großen Bräter stellen. Bis auf halbe Höhe der Springformwände Wasser in den Bräter gießen. Vierter, den Ofen auf 170 Ober-Unterhitze vorheizen. Für die Creme Fraiche, Eier, Zucker, Frischkäse und Mehl gründlich verrühren. Vanilleschote der Länge nach aufschneiden und das Mark herauslösen. Dieses ebenfalls unter die Creme rühren. 5. Circa 2 Drittel der Creme in die große Springform geben, den Rest in der kleinen Springform verstreichen. 6. Die Bräter in den vorgeheizten Ofen stellen und die Kuchen, je nach Größe 60 bis 75 Minuten backen. Mit Alufolie abdecken, sollten sie drohen, zu dunkel zu werden. 7. Die Springformen aus dem Wasserbad nehmen und die Kuchen in den Formen abkühlen lassen. Dann mindestens 3 Stunden, besser über Nacht kühl stellen. 8. Zum Servieren die Kuchen aus den Springformen lösen und den großen Kuchen auf eine Platte setzen. Den kleinen Käsekuchen ersichtig mittig auf dem anderen Kuchen platzieren. 9. Alles mit Beeren, Blüten und Blättern garnieren und kurz vor dem Servieren mit Puderzucker bestäuben. Tipp: Der Käsekuchen lässt sich bis zu 3 Tage im Kühlschrank aufbewahren. Fähnchentorte, die Wimpel aus farbigem Dekopapier oder Stoff verleihen der Torte einen ganz besonderen Reiz. Sie kann nach Belieben größer und mehrschichtig auch als Hochzeitstorte gebacken werden. Für 1 Torte für den Teig 340 Gramm weiche Butter, 340 Gramm Zucker, 6 Eier/ZTL gemahlene Bourbon Vanille, 34 OG Mehl, 3 türkische Lire Backpulver, 3 Esslöffel Buttermilch oder Sauerrahm für die Füllung, 225 Gramm Sahne, Klammer auf, alternativ 300 Gramm Creme Double Klammer zu, 4 Esslöffel Erdbeerkonfitüre zum Garnieren, etwas Puderzucker zum Bestäuben, einige Blüten, Klammer auf, zum Beispiel Nelken, Klammer zu, außerdem Dekostoff oder Papier, Schere, Nadel und Faden, 2 lange Holzstäbchen. Erster, den Ofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. 3 Springformen 0,20 cm Klammer zu, an Boden mit Backpapier belegen. Zweite, Butter und Zucker in einer großen Schüssel mit dem Handrührgerät cremig rühren. Eier und Vanille zugeben und alles zu einer schaumigen Masse schlagen. Drittes, Mehl, Backpulver und Buttermilch oder Sauerrahm gründlich untermischen. Den Teig gleichmäßig auf die Springformen verteilen. Die Böden in 25 bis 30 Minuten goldbraun backen, bis die Oberfläche auf sanften Druck nicht mehr nachgibt. Mit Alufolie abdecken, sollte die Oberfläche drohen, zu dunkel zu werden. Stäbchenprobe machen. Vierte, die Böden kurz in den Formen abkühlen lassen, dann herauslösen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen. 5. Für die Fähnchen aus Stoff oder Papier kleine Dreiecke zuschneiden und mit einer Nadel auf den Faden aufziehen, damit sie wie Wimpel herabhängen. Den Faden an den beiden Holzstäbchen festknoten. 6. Kurz vor dem Servieren die Sahne bzw. die Creme Double cremig schlagen. Ein Kuchenboden auf eine Kuchenplatte oder einen Tortenständer setzen. Die Hälfte der Sahne darauf verteilen und 2 Esslöffel Konfitüre darauf verstreichen. 7. Den zweiten Boden darauf legen und die Restl-Che-Sahne und Konfitüre darauf geben.
den dritten Boden darauf legen und mit Puderzucker bestäuben. Achte, die Stäbchen in die Torte stecken und diese nach Belgien mit Blüten garnieren. Sie dienen nur als Deko und sollten vor dem Anschneiden entfernt werden. 9. Die Torte bis zur Verzehr kalt stellen, am besten am Tag der Zubereitung servieren. Tipp, im Kühlschrank lässt sie sich bis ca. 2 Tage aufbewahren. Victoria-Törtchen. Eine klassische Schichttorte wie die englische Victoria-Torte stellt immer eine Verlockung dar. Diese Version im Mini-Format ist mit Creme Double und Konfitüre gefüllt und elegant mit Rosen garniert. Die Creme Double kann durch Buttercreme ersetzt werden, die Törtchen werden dann jedoch gehaltvoller und süßer. 7:8 Stück für den Teig 115 Gramm weiche Butter zuzüglich etwas mehr zum Fetten 115 Gramm Zucker 2 Eier 1 türkische Lira gemahlene Bourbon-Vanille 115 Gramm Mehl 1 türkische Lira Backpulver 1 Esslöffel Buttermilch oder Sauerrahm für die Füllung 300 Gramm Krakne Double 4 Esslöffel Himbeerkonfitüre oder Gelee zum Garnieren etwas Puderzucker zum Bestäuben 8 kleine essbare Rosenknospen erster den Backofen auf 180 Ober-Unterhitze vorheizen. 8 Kuchenringe 0,65 cm Klammer zu, von innen fetten und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech setzen. 2 Butter und Zucker in einer großen Schüssel mit dem Handrührgerät cremig rühren. Eier und Vanille zugeben und alles zu einer schaumigen Masse schlagen. 3 Mehl, Backpulver und Buttermilch oder Sauerrahm gründlich untermischen. Den Teig gleichmäßig auf die Kuchenringe verteilen backen, bis er auf sanften Druck nicht mehr nachgibt. Mit Alufolie abdecken sollten die Törtchen drohen, zu dunkel zu werden. 4. Die Törtchen kurz in den Ringen abkühlen lassen, dann mit einem Messer vom Rand lösen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen. Senior 5. Kurz vor dem Servieren die Creme Double steif schlagen und in einen Spritzbeutel mit runder Tülle geben. Die Törtchen mit einem Sägemesser zweimal quer durchschneiden und jeweils etwas Konfitüre auf den unteren Boden streichen. Etwas Creme Double darauf spritzen, das mittlere Törtchenstück darauf setzen, Creme Double und Konfitüre darauf verteilen. 6. Als Abschluss den oberen Boden darauf legen und mit Puderzucker bestäuben. Einen Tupfer Creme Double in die Mitte spritzen und eine Rosenknospe hineinsetzen. Die Blüten innen nur zur Deko und sollten vor der Verzehr der Törtchen entfernt werden. 7. Die Törtchen bis zum Servieren kalt stellen, am besten noch am Tag der Zubereitung servieren. Tipp, im Kühlschrank lassen sich die Törtchen bis zu 2 Tage aufbewahren. Grüne Smoothie Bowl. Dies ist eine neue Variante der angesagten Acai Bowls. So lassen sich eingefrorene Bananen super weiter verwerten. Einfach mit jeder Menge Grünzeug mischen und top in den Morgen starten. Meine Nanny war meine Inspiration für die Avocado als Zutat. Sie schnippelte sie immer heimlich in unseren Bananenshake und wir haben es nie gemerkt. Für 1 Person 25 Gramm Babyspinat Logé Palmkohl oder Grünkohl 50 Gramm Erdbeeren Banane, gefroren 1 Viertel Avocado 240 Milliliter Kokosmilch 1 türkische Lira Mandelbutter etwas Müsli zum Garnieren 2 türkische Lira Chiasamen zum Garnieren 4 Erdbeeren zum Garnieren 1. Spinat Kohl und Erdbeeren waschen und putzen. Dann mit Banane, Avocado, Kokosmilch und Mandelbutter in einen leistungsstarken Standmixer geben und circa eine Minute mixen, bis ein cremiger Smoothie entsteht. 2. Den Smoothie in eine kleine Schale geben und mit Müsli, Chiasamen und Erdbeeren garnieren. Haselnuss Cranberry Nougat. Ich experimentiere bereits seit einiger Zeit mit Aquafaba, dem veganen Eiweißersatz, und versuche dabei, die Grenzen dieser Flüssigkeit auszuloten. Dabei bin ich bei einer meiner absoluten Lieblingssüßigkeiten gelandet, weißem Nougat. Das Eiweiß habe ich durch das Einweichwasser von Kichererbsen ersetzt. Eine wahre Geschmacksexplosion. Für ca. 75 Stück 840 Gramm Haselnusskerne, Klammer auf ohne Haut, Klammer zu, 280 Gramm getrocknete Cranberries, 4 Blätter Reispapier, 480 Milliliter Glukosesirup, 675 Gramm Zucker, 150 Milliliter Aquafaba, Klammer auf Einweichwasser von Kichererbsen, Klammer zu, 1,5 Teelöffel Weinsteinbackpulver, erster den Backofen auf 100 Ober-Unterhitze vorheizen.
Zweite, die Haselnüsse in eine Pfanne ohne Zugabe von Fett anrösten, dann auf ein mit Backpapier belegtes Backblech geben und bis zur Verwendung im Ofen warm halten. Die Cranberries hacken. Dritte, eine Auflaufform, Klammer auf 23 x 30 cm Klammer zu, mit Backpapier auslegen. Zwei Blätter Reispapier mit der rauen Seite nach N hineinlegen. Vierter, Glukosesirup 240 ml Wasser und den Zucker in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze unterrühren erwärmen, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Fünfte, die Hitze langsam erhöhen, bis das Zuckerthermometer 130 anzeigt. 6. Inzwischen Aquafaba und Weinsteinbackpulver in der Küchenmaschine aufschlagen. 7. Sobald die Glukosemischung 130 erreicht hat, vom Herd nehmen und langsam zur Aquafaba-Masse geben, dabei ununterbrochen weiterschlagen. 8. Die Masse einige Minuten weiter aufschlagen, dann mit einem Metalllöffel warme Haselnüsse und gehackte Cranberries unterrühren. 9. Die Masse mit einem angefeuchteten Löffel auf dem Reispapier in der Auflaufform verstreichen. Die übrigen beiden Reispapierblätter darauf legen und die Masse bei Zimmertemperatur auskühlen lassen. 10. Die Nougatmasse aus der Auflaufform stürzen und erst in Streifen, dann in kleine Stücke schneiden. Süß-saure Rotakte für diesen Salat, musst du wirklich sehr viel schneiden, aber am Ende hast du einen wunderbar bunten Salat, mit dem du einige Leute satt bekommst. Für 2010 bis 12 Personen 1 Rotkohl, 4 Frühlingszwiebeln, 2 rote Paprikaschoten, 1 gelbe Paprikaschote, 1 orangefarbene Paprikaschote, 1 rote Chilischote, 1 Bund Koriander, 2 Biolimetten, 240 ml Ananassaft, 11 zweitel Esslöffel, grobes Meersalz, 2 türkische Lire Sesamöl, 2 türkische Lire Ahornsirup. Erster, den Rotkohl waschen, halbieren, vom Strunk befreien und in feine Streifen schneiden. Diese in eine sehr große Schüssel geben. Zweite, die Frühlingszwiebeln waschen, putzen und der Länge nach in Streifen schneiden. Dritte, die Paprikaschoten waschen, putzen und in Streifen schneiden. Die Chilischote waschen, halbieren, entkernen und hacken. Vierte, den Koriander waschen, trocken schütteln und ebenfalls hacken. Fünfte, Frühlingszwiebeln, Paprika und Chili zum Rotkohl geben. Ein Esslöffel Koriander zum Garnieren beiseite legen, den Rest ebenfalls zum Rotkohl geben. Alles vermischen. Sechste, die Limetten heiß abwaschen. Die Schale von einer Limette abreiben, den Saft von Limetten auspressen. 7. Ananassaft mit Limettenschale, Saft in einer Schüssel verrühren. Salz, Sesamöl und Ahornsirup zugeben und alles gründlich mischen. 8. Das Dressing zum Rotkohl geben und alles gründlich unterheben. Alles mindestens 15 Minuten, Klammer auf, besser 2 Stunden, Klammer zu, durchziehen. Lass Senior. 9. Den Koleslaw mit dem übrigen Koriander bestreuen und servieren. Ich liebe Thymian und verwende ihn so oft es geht, in meinen Gerichten. Dieses Mal wollte ich allerdings nicht nur einfach einen Kuchen ein wenig mit diesem unvergleichlichen Geschmack verfeinern. Nein, er sollte die Hauptzutat in diesem Rezept sein. Nachdem ich das schon einmal mit Rosmarin geschafft hatte, war ich mir sicher, dass es mir auch dieses Mal gelingen würde. Und es hat geklappt. Auch wenn dir die Menge an Thymian viel zu viel vorkommt, es passt ganz wunderbar. Probier es aus. Für 1 Kuchen 250 Gramm weiche Butter zuzüglich etwas mehr zum Fetten, 375 Gramm Mehl zuzüglich etwas mehr zum Bestäuben, 18 Stiele Thymian 1 Pk. Backpulver, eine Prise Salz, 180 Gramm Zucker, 5 Eier, 1 große Bio-Zitrone, Klammer auf abgeriebene Schale und Saft, Klammer zu, 150 ml Buttermilch, 120 Gramm Puderzucker. Erster, den Backofen auf 175 Ober-Unterhitze vorheizen. Eine Gugelhupfform mit etwas Butter fetten und mit Mehl bestäuben. Die Thymianstiele waschen und trocken schütteln. Zweites, Mehl, Backpulver und Salz in einer Schüssel vermischen. Dritte, die weiche Butter mit dem Zucker schaumig schlagen. Ein Ei nach dem anderen unterrühren. Vierte, die abgezupften Blättchen von 2010 Thymianstielen und die Zitronenschale zugeben und alles gründlich verrühren. Fünf, nach und nach die Mehlmischung und die Buttermilch dazugeben und alles gut vermischen. Sechster, den Teig in die vorbereitete Form geben und im vorgeheizten Ofen ca. 55 Minuten backen.
Mit Alufolie abdecken sollte die Oberfläche drohen, zu dunkel zu werden. Eine Stäbchenprobe machen. 7. Den Kuchen aus dem Ofen nehmen und 15 Minuten auf einem Kuchengitter abkühlen lassen, dann aus der Form stürzen und auf dem Kuchengitter auskühlen lassen. 8. Den Puderzucker mit etwas Zitronensaft zu einem dickflüssigen Guss verrühren und diesen auf den Thymian-Zitronenkuchen geben. 9. Den Kuchen mit beliebig vielen Thymian-Stielen garnieren und servieren. Das hier ist das allererste Rezept, das ich je zubereitet habe. Ich glaube, ich war etwa 7 Jahre alt und habe etwas übrig gebliebenen Blätterteig benutzt, um diese Pizzasticks zu machen. Meine Familie verliebte sich sofort derart in die kleinen Häppchen, dass ich sie von da an jedes Mal machen musste, wenn Freunde zu Besuch kamen. Mir selbst schmecken sie am besten mit Tomatensauce und einem Glas Milch. Für ca. 20 Stück 1/Rolle Blätterteig, Klammer auf, aus dem Kühlregal, Klammer zu, etwas Mehl zum Verarbeiten, 125 Gramm Tomatensauce oder Tomatenmark 6 OG geriebene Gurke, Klammer auf, alternativ Asiago oder Parmesan, Klammer zu, eine türkische Lira getrockneter Oregano. Erster den Backofen auf 200 Ober-Unterhitze vorheizen. Zweiter den Blätterteig auf der leicht bemehlten Arbeitsfläche entrollen, dann auf die doppelte Größe ausrollen. Dritter den Teig in ca. 1,5 cm breite Streifen schneiden und diese auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Vierter die Teigstreifen mit Tomatensauce oder Mark bestreichen und mit etwas Käse und Oregano bestreuen. Fünftes die Sticks im vorgeheizten Ofen in ca. 12 Minuten goldbraun backen und lauwarm genießen. Thai-Mitscheln. Dieses Rezept habe ich aus meinem Thailand-Urlaub mitgebracht. Allerdings habe ich es auch nach meiner Erinnerung zusammengestellt, da ich nichts Schriftliches hatte. Ich habe es hier und da noch etwas verändert. Im Original war zum Beispiel Chili-Paste und sehr wenig Sud, aber ich habe meistens nur Curry-Pasten im Haus. Außerdem mag ich diese leichte Süße von Kokoswasser, auch wenn es aus der Packung kommt. Und ich wollte unbedingt mehr von diesem himmlischen Sud. Wer mag, kann erst die Muscheln als Vorspeise genießen und den Sud im Anschluss, zusammen mit etwas Jasminreis essen. Das Aroma von Thai-Basilikum ist für mich bei diesem Gericht übrigens entscheidend, obwohl ich es glaube ich vor Ort ohne gegessen habe. Du kannst die Muscheln selbstverständlich auch mit frischem Koriander servieren. Für 4 Personen 1,2 Kilogramm Venusmuscheln, 2 türkische Lire rote Currypaste, 120 Milliliter Kokoswasser, 1 türkische Lira Biolimettensaft. Erstes und Thai-Basilikum oder Koriander. Erstens die Muscheln in eine große Schüssel geben und mit kaltem Wasser bedecken. 15 Minuten ruhen lassen. Danach und alle Muscheln aussortieren, die geschlossen sind. 2. In einem Wok mit Deckel die Currypaste mit dem Kokoswasser und dem Limettensaft verrühren. Alles zum Kochen bringen. 3. Sobald die ersten Blasen aufsteigen, die Muscheln dazugeben und den Deckel auflegen. Circa 5 Minuten kochen lassen, bis die Muscheln zart und saftig sind. 4. Alles in eine große Schüssel geben und die Muscheln aussortieren, die sich nicht geöffnet haben. 5. Die Thai-Muscheln mitsamt Sud in eine große Schale füllen und mit den Thai-Basilikum-Blättchen garniert servieren. Eines meiner Lieblingsgerichte. Wenn du magst, kannst du ihn auch noch mit etwas Fett aufpeppen. Für mich ist er allerdings ein wunderbares Hauptgericht, genauso wie er ist, die Tomaten im Ofen fast zu einem Dressing verschmolzen, der Blumenkohl zart aber nicht verkocht. Die Petersilie dient hier übrigens nicht als Deko, sondern als vollwertiges Salatblatt. Für 2 bis 3 Personen kleine Blumenkohl, 3 Hexaliter Olivenöl, 1,5 Teelöffel Zimt gemahlen, 2 türkische Lire Kreuzkümmel gemahlen, 1 Dose Kichererbsen abgetropft, 1 bis 2 Esslöffel Harissa, 4 kleine Tomaten, 2 Bund Petersilie, etwas grobes Meersalz, 3 bis 4 Esslöffel Granatapfelkerne. Erster, den Backofen auf 220 Ober-Unterhitze vorheizen. Den Blumenkohl putzen, in Röhrchen teilen und waschen. Zweites, das Öl in eine große Schüssel geben. Zimt und Kreuzkümmel unterrühren. Dritte, die Blumenkohlröschen zugeben und mit dem Würzöl vermischen. Vierte, die Mischung in eine Auflaufform geben und 15 Minuten im vorgeheizten Ofen backen.
5. Kichererbsen und Harissa in dieselbe Schüssel geben und vermischen. 6. Die Tomaten waschen, vierteln und vom Strunk befrei. Sticky Drumsticks mit Sake. Ich liebe Gerichte, die man mit der Hand essen kann. Egal ob zu ein paar Drinks, am Tisch oder direkt aus dem Kühlschrank. Wie auch immer, wenn du die hier isst, solltest du auf jeden Fall eine Menge Servietten zur Hand haben. Für 20 Stück 120 ml Sake, 60 ml Fischsoße, 60 ml Sojasauce, 60 ml Sonnenblumenöl, eine türkische Lira, geröstetes Sesamöl, eine türkische Lira Chiliflocken, 20 Hähnchenunterschenkel mit Haut, 2 Esslöffel Honig, 1. Sake, Fischsoße, Sojasauce, Sonnenblumenöl, Sesamöl und Chiliflocken, in einer Schüssel vermischen. 2. Die Hähnchenunterschenkel waschen und trocken tupfen, dann in einen sehr großen Gefrierbeutel geben, Klammer auf, alternativ kannst du auch portionsweise arbeiten, Klammer zu. 3. Die Marinade dazu geben, den Beutel gut verschließen und die Hähnchenkeulen darin wenden. 4. Den Gefrierbeutel in eine Schale legen und das Fleisch mindestens 40 Minuten, Klammer auf, besser ein Tag, Klammer zu, im Kühlschrank marinieren lassen. 5. Den Backofen auf 195 Ober-Unterhitze vorheizen. Das Fleisch aus dem Kühlschrank holen und Zimmertemperatur annehmen lassen. 6. Die Hähnchenschenkel nebeneinander auf ein mit Alufolie belegtes Backblech legen und mit der Hälfte der Marinade beträufeln, dann 45 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Zwischendurch wenden. 7. Inzwischen die übrige Marinade mit dem Honig in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze sanft köcheln lassen, bis eine klebrige Soße entsteht. 8. Nach 45 Minuten Backzeit den ausgetretenen Saft der Hähnchenschenkel zur Soße geben. 9. Die Soße über das Fleisch träufeln und diese weitere 2010 bis 15 Minuten backen. 10. Die Drumsticks aus dem Ofen nehmen und lauwarm abgekühlt servieren.